Mein Name ist Gabriele Schmohl, ich bin die Ortsbürgermeisterin von der Stadt Loburg. Loburg gehört zu Möckern. Loburg ist eine sehr alte Stadt. Sie wurde erstmals 965 in einer Urkunde von Otto dem I. erwähnt. Diese Urkunde in Kopie befindet sich im Ratssaal in Loburg und das Original befindet sich in Magdeburg. Das älteste Gebäude von Loburg ist die Loburger Burg. Davon hat Loburg auch unter anderem den Namen. Sie ist im 9. Jahrhundert entstanden, ist dann zerstört gewesen, ist dann wieder aufgebaut worden im Mittelalter, so wie sie in der heutigen Form ist. Im Augenblick befinden wir uns an der Kirchenruine unserer lieben Frauen aus dem Jahr 1150. Da wurde sie erstmals urkundlich erwähnt. Sie war eine Kirche der reichen Ortschaft Ziemnitz, des reichen Dorfes Ziemnitz. Ein weiteres Highlight in Loburg ist die Bonbon-Manufaktur. Sie befindet sich in einer alten Wassermühle, wo man sich ansehen kann, wie Bonbons hergestellt werden und man kann sie auch kosten und kaufen. Der Nachkomme derer von Barbie, Robert Dahl, hat hier in Loburg auf Anraten seines Opas einen neuen touristischen Zweig erschlossen, nämlich das Karls Rittergut. Zuerst stand das Barbie-Café, was von den Gästen super angenommen wird. Man kommt von weit her, um sich hier den selbstgebackenen Kuchen schmecken zu lassen. Und auch im Nachbargebäude. Man hat es ausgebaut als Gaststätte. Man kann dort Hochzeiten feiern. Selbst die Umgebung draußen mit dem historischen Ambiente unserer Laurentiuskirche ist hier ein wunderschöner Platz zum Verweilen geworden. Wer einmal live miterleben möchte, wie Spirituosen destilliert werden, der kann das gern bei Kuhlmanns in der Brennerei tun. Wir haben hier einen Laden, wir haben eine Brennerei, wir haben eine Destille. Man kann hier also Schaudestillieren buchen, man kann also Führung und Verkostung buchen. Man hat einen Laden mit einem vielfältigen Sortiment. Und wir bieten Gin-Tastings, Whisky-Tastings und Rum-Tastings an, nach Anmeldung bis Gruppenstärke etwa 45 Personen. Herr Pistorius stammt aus Loburg, ist aus Loburg geboren und hat dieses Patent, dieses Brennverfahrens, das wir heute überall in den Brennereien haben, entwickelt und das Patent in Berlin angemeldet. Von daher ist also Loburg schon auch eine kleine Brennerstadt, sage ich mal, die also eine Tradition zu folgen hat. Unsere Kräuterliköre und unser Landkorn waren also die ersten Produkte. Wir haben uns ja dann weiterentwickelt und mit dem Trend, was jetzt so neu auf dem Markt ist. Und Gin ist im Prinzip im Moment unser Schlager. Ja, wir haben verschiedene Gin-Sorten, im Moment 6 Stück, verschiedene Geschmacksrichtungen, verschiedene Herstellungsverfahren. Klassiker ist unser 3-Gin, Loburger 3-Gin, und der läuft wie geschnitten Brot. Ist der erste Gin Sachsen-Anhalts gewesen. Also wenn der Besucher nach Loburg kommt, dann sieht er zuerst einmal den Markt mit dem wunderschönen Rathaus. Am Markt vorbei, durch die Stadt durch, befindet sich dann die Kirchenruine unserer lieben Frauen. Noch ein Stück weiter befinden wir uns dann schon am Storchenhof. Der Storchenhof ist bekannt, vor allen Dingen auch durch Funk und Fernsehen. Und Prinzesschen, das ist die Störchin, die weltweit berühmt wurde. Den Storchenhof in Loburg, den gibt es schon seit über 40 Jahren. 1979 wurde er gegründet und wir nehmen
kranke und verletzte Störche hauptsächlich auf, aber auch andere Wildvögel. Aber das ist nicht nur unsere eine Sache, die wir machen, sondern wir arbeiten zum Beispiel mit wissenschaftlichen Institutionen zusammen, machen Zugvogelforschung und auch die Umweltbildung wird bei uns hier groß geschrieben, sowie der Biotopschutz und Naturschutz. Also die Störche sind auf jeden Fall sehr faszinierende Vögel, gerade ihr weiter Zugweg, auch ihre Schönheit, ihre Ästhetik beim Fliegen, ihr Segeln, auch die kleinen Storchenküken. Es ist immer wieder schön dazu zu sehen, wie die kleinen Küken eben heranreifen, wie schnell sie auch groß werden. Das ist schon eine faszinierende Sache, die man hier auch mit beobachten kann. Wir haben hier sehr viele Angebote im Laufe des Jahres. Wir haben die Festwiesen mit großen Festivals, bis zu 5000 Leute. Wir haben aber auch Kabarettabende, wir haben irische Abende. Wir haben aber auch für den gehobenen Geist noch viele andere Dinge mehr. Wir haben Orgelkonzerte, der Loburger Orgelsommer ist weit bekannt. Und genießen Sie anschließend die kulinarischen Köstlichkeiten, die Lubbock zu bieten hat.